Hallo, hier ist wieder der Samfact in dem Ring. Niemand aus dem Tag und wir spielen eine Runde F1 2016 im wunderschönen Österreich. Und im Hintergrund mit dabei ist der liebe Aegis. Moin. Moin, moin. Ja, er spielt eine Runde Bowling, ich fahre eine Runde Formel 1. Und es geht los. Spielwerk ist elektrifiziert. So, und da setzen wir uns schon mal an die erste Position mit Felipe Massa. Vor Kurve Nummer 3, vor der großen Haarnadel, wo es oft Kollisionen gibt. Und es wieder eine Kollision gibt, die gucken wir uns dann am Ende des Rennens an, in den Highlights. Also das Auto ist echt schwierig zu kontrollieren in F1 2016. Das finde ich immer so ein Schön, wenig dass du das hart. jetzt ansprichst, welches Jahr du spielst. Hatte ich ja gesagt, F1 2016. Ah, okay, da war ich kurz weg. Ja, alles gut. Ja. Ja, und ihr könnt euch schon mal freuen, am 13., vielleicht auch am 14., wird es auf meinem Kanal die erste Folge der MyTeam-Karriere in F1 2021 geben. Und ich muss sagen, darauf freue ich mich richtig. Ich hoffe, du dich auch, Elges. Wann? Am 13. oder am 14. diesen Monat. Nicht vorbestellen. Richtig. Aber ich Welche Version hast du sage euch, genommen? Die die Ultimate oder die Deluxe. normale? Die Deluxe ist ja klar. Ja, logisch, wegen Massa. Richtig. Den ich hier auch gerade außerdem fahre. Der war ja in 2016 dabei. Und Switchback gegen Lewis Hamilton. Boah, ging gut. Aber jetzt kann er wieder kontern auf der langen Gerade. Eieieiei, das ist hier ein richtig spannendes Duell. Haarnadelkurve. Er fährt sich den Flügel ab. Er fährt sich den Flügel ab. Zumindest so ein bisschen hat er sich, glaub, abgefahren, weil er wird langsamer. Er wird immer langsamer. Das ist natürlich ein bisschen schlecht für die Spannung, aber dafür gewinne ich das Rennen vielleicht. Wer weiß. Oh, ich bin im Turnier auf Platz 3. Eine Runde haben wir noch, also eine Runde von 10 Frames. Und Hamilton kommt doch wieder. Habe ich irgendwo Oh, nicht so. wow. Da Der habe hinter ich. mir ist einen Punkt weg, der vor mir 2 Punkte. Okay. Ja, jetzt hat Hamilton der es. Jetzt wird's ganz eng. Jetzt wird's ganz eng. Kurve 1. Da greift er an. Ich mache einen Switchback. Sehr gut. Sind wir erstmal immer noch in Führung. Boah, mein Puls ist schon ey, wieder hoch, ey. Meine Güte, ey. Ich bekomme bei F1 immer einen hohen Puls. Keine Ahnung weshalb. Weil es spannend ist, wahrscheinlich. Ja, vor allem in diesem Game. Also da könnte jede Runde irgendeine Safety Car Phase kommen, weil die KI sich ja da auch noch abgeschossen hat. Gegenseitig. Das war ja das letzte Spiel, wo die das gemacht haben. Zumindest bei mir.
Nee, ich hatte ja schon andere Games, wo das passiert ist. Richtig, bei anderen habe ich gehört, auch in F1 220 hat sich die KI gerne abgeschossen. Bei mir irgendwie nicht. Besonders bei Monza und Monaco, da war das schon extrem. Ja, da hatte ich gar nichts, aber naja, gut. Eieiei. Sorry, ja, das war meine Schuld, das war ganz klar meine Schuld, da hätte ich nicht reingehen dürfen. So, Platz 8 sind wir jetzt. Ne, 9 sogar. Kleiner Fehler mit großen Wirkung. Schade. Alternative Strategie, ich soll auf Soft gehen. Würde ich aber nicht machen. Ich will lieber in Runde 7 auf die Super Softs gehen. Daher gehe ich jetzt nicht in die Box. So, mein Teamkollege Valtteri Bottas ist auf Rang 6. Das ist auch das Teamziel. Danke, Jeff, fürs Unterbrechen. Finde ich sehr korrekt von dir. So. Und Ricardo überholt Bottas. Die beiden kollidieren leicht. Eieiei. Ja, und da vorne zwischen den beiden Mercedes geht's auch ab. Ja. Boah, zu dritt in die Haarnadelkurve. Hab ich jetzt mal den kürzeren gezogen, weil das geht meistens nicht gut. Würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen. Ja, ich komme leicht aufs Gras. Auch nicht so gut für den Grip. Das ist auch typisch, ich beschwere mich über den Grip, fahre aufs Gras und wundere mich dann, weshalb ich so wenig Grip habe. Ja. Jo. Fahr mal aufs Kies, dann hast du noch weniger. Ja! Das weiß ich. Also du bist heute auch ein echter Sherlock Holmes, ne? Das muss ich dir mal lassen. Ja, ältester Sherlock. Du könntest einen neuen YouTube-Kanal aufmachen. Sherlock Ages. Mhm. 001. Sherlock Holmes. Sherlock Ages. Ist mir jetzt nicht auf dem Klo eingefallen. Ja, nee, aber 3 Kanäle schaffe ich nicht. Nö. 2 reichen schon. Den einen Kanal kennen wir ja alle. Und der andere Kanal ist und bleibt, glaube ich, ein Geheimnis. Außer wir finden ihn selbst. Richtig. Den haben ja auch über 1 Million oder fast 1 Million selber gefunden. Ja. Und es liegt aber auch daran, weil nicht nur ich da moderiere. Und es gibt noch mehr gute Nachrichten, und zwar Gaming for You ist am Samstag wieder back. So Gott will. Ja. Und kann sein, dass da noch eine Absage kommt, weil da ja Gespräche geführt wurden. Richtig, das aber kann passieren. Denke mal nicht. Und dann könnt ihr euch, meine lieben Abonnenten, vielleicht, das muss ich dann auch nochmal abklären, auf einen schönen Livestream freuen. Falls er nicht kommt, dann ist es so, falls er kommt, freut euch. Ja, wenn er nicht kommt, dann zocken wir wieder. Ja. Oder ich
Es ist ja ein Samstag und da wissen ja einige, was da los ist. Ja, da ist erstens Samstag und zweitens ist Jidastag. Richtig. Das ist auch geil. Einmal Samstag und einmal Jidastag. Ja, das Video heißt Samstag, weil es am Samstag online kommt. Darauf könnt ihr euch außerdem auch freuen. Auf ein neues Video am Samstag. Zum ersten Mal auch auf meinem Kanal. Also guckt alle auch beim lieben Aces vorbei. Da würde er sich bestimmt freuen. Hauptsächlich bei dir. Hauptsächlich bei mir, das hat jetzt Aces gesagt. Das finde ich auch sehr lieb von ihm, dass er das so sagt. Das wäre jetzt Teil 2, ne? Weil ich muss das ja dann auch Teil 2 angeben. No. Naja, du könntest theoretisch auch Teil 1 angeben, weil es ja für dich das erste Video ist, was auf deinem Kanal ist. Theoretisch ja, aber in der Statistik praktisch halt nicht. Ja, gut. Weil es halt der Teil 2 ist. Richtig. Den Teil 1, den sieht man ja bei dir. Richtig. Und ich will jetzt auch noch nicht spoilern, was passiert. Von daher freut euch einfach auf Samstag. Es gibt viele interessante Themen. Jo, die wir schneller abgespult haben, obwohl wir es nicht wollten. Richtig. Geplant waren 25 Minuten, das Video ist etwas kürzer, aber dafür sehr interessant. Ja, und das nächste Video wird vielleicht dann wieder ein bisschen länger. Ja, aber wir bleiben so im Dreh 20 bis 25 Minuten. Richtig. Und alles andere werdet ihr in dem Video erfahren, also schaut es euch an. Und ihr dürft auch gerne eure Kommentare und genau. Erfahrungen und wird nicht alles los. Kommentare, ja. Erfahrungen, Tipps für uns, was können wir besser machen, was gefällt euch nicht. Sollen wir das Format überhaupt weiterführen? Auch wenn ihr sagt, nein, wir machen es weiter. Weil es geht ja vor allem auch um den Spaß auf YouTube. Und dafür stehen wir. Dafür stehen wir beide. Wir haben unser Spaß an Videos machen. Es ist im Prinzip egal, was ihr sagt. Natürlich, wenn ihr sagt, könnt ihr vielleicht das und das besser machen, klar. Dann wir versuchen es dann. Und wenn jetzt einer sagt, nee, das ist absolut kacke und 9 andere sagen, nee, mach mal weiter, natürlich machen wir dann weiter. Und dann den einen, der das vielleicht sagt, ja, dann schaust du dir halt einfach nicht, dann klickst du einfach nicht auf das nächste Video drauf. Jo, da hatte ich ja auch schon genug Kommentare. Da habe ich dann auch nur als Antwort gegeben, dann schau nächstes Mal woanders, nicht bei mir. Und ich bin auch ganz ehrlich, solche Leute, die nur da sind, um zu haten, die brauchen wir beide. Und ich spreche für uns, also für Ages und mich, glaube ich, auf unserem Kanal einfach nicht. Ja, aber es kannst du nicht vermeiden. Du hast immer den einen oder anderen hast du immer irgendwie. Ja. Also du hast es noch nicht so extrem. Ach doch, ich hatte es auch. Ich hatte es auch. In meinen Anfangszeiten, boah. Ja, gut. Darum das ist aber dann völlig normal, aber da muss man drüber stehen. Deshalb habe ich da dann auch die Kommentare deaktiviert. Die wollen einen ja nur runterboten, damit du nicht weitermachst. Richtig. Wenn du selber auf den Namen klickst, der dir das geschrieben hat,
dann steht da meistens null Videos, null Abonnenten, dumme Kommentare ab. Ja. Ja, dann soll er es besser machen. Ach, und übrigens, ich möchte auch nochmal vielleicht einen kleinen Aufruf starten. Und zwar an den lieben F1-Zocker, falls du das siehst. Ja. Ja. Hast du den Satz verloren, oder was? Du hast dich immer noch nicht gemeldet. Also, für mich scheint es, als ob du jetzt doch Angst hast vor Ages, was man nicht braucht. Man kann sich mit Ages normal unterhalten. Das geht. Er ist auch nur ein Mensch. Jo. Man kann sich normal unterhalten und... Aber... Falls du darauf keine Schuss hast, dann, ja, dann lass es einen einfach, ne? Ja, ich habe ihm ja sogar angeboten, meine Telefonnummer zu bekommen, damit er sich mit mir unterhalten kann. Das wurde, glaube ich, abgelehnt, ne, oder? Ja, klar. Kann sein. Aber über E-Mail. Über E-Mail wollten wir dann. Über E-Mail? Ah ja, stimmt, da war was. Ja, ja, also nicht über Telefon, sondern über E-Mail. Ja. Das wurde auch abgelehnt. Das ist auch, E-Mail ist nicht persönlich, sondern eher unpersönlich. Trotzdem... Das nächste wäre gewesen, Telefonnummer. Und wenn ich meine Telefonnummer rausgebe, dann ist das schon ein Riesenbeweis, dass mir das am Herzen liegt. Und, F1-Zocker, solltest du dich melden und dich scheiße verhalten, wir kriegen raus, wo du wohnst. Soll jetzt keine Drohung sein. Nein. Alles gut. Soll keine Drohung sein, aber, solltest du dich auch gegenüber mir, auch in meinen Kommentaren, scheiße verhalten, dann werde ich das an meinen guten Kumpel Aegis weiterleiten. So. Ja, sicher. Und dann mal gucken, ne? Wir finden schon Wege. Also es wird nicht wehtun, körperlich, richtig. Anders vielleicht. Ich sage mal so, entweder du meldest dich nett oder du meldest dich einfach gar nicht. So ist es, oder? Ja, sicher. Also ich gehe mal davon aus, er wird sich sowieso nicht mehr melden. Glaube ich auch nicht, aber... Und dann schließen wir das Thema dann auch ab. Richtig. Also, ich sag jetzt mal, du hast bis zum Wochenende Zeit. Und das ist lang noch. Bis dahin hast du Zeit. Kommt drauf an, wann du das Video hochlädst. Oder hast du gerade direkt Livestream? Ich schmeiß es heute noch hoch, das Video. Ich kann ja auch nochmal das Datum sagen. Heute ist Mittwoch. Welcher Tag ist heute? Der 7. Juli. Mittwoch, der 7. Juli. Das heißt, bis zum Samstag, den 10.7. würde ich sagen, geben wir dir jetzt Zeit. Entweder du meldest dich oder du schweigst für immer. Also auf meinem Kanal und auch auf Aegis Kanal. Und falls du andere Kanäle auch von unseren Mitkumpels voll mit Kommentaren haust, dann kriegen wir das schon raus. Das soll jetzt aber auch gar nicht heißen, dass
war eigentlich jetzt nicht das Videothema, sondern das Videothema ist Formel 1 2016. Und genau, darauf möchte ich mich jetzt sagen, auch wieder konzentrieren. Nicht so doll ab vom Thema. Wir sind gerade in der 16. Runde, wir liegen auf Rang 7 und noch ist sogar der Sieg möglich. Das heißt, zwei Runden gibt es nochmal volle Konzentration. Ich bin kurz off, komm gleich wieder. Jo, bis gleich. Ciao. Jo. So, und wir gehen jetzt auf den fetten Benzinmodus. Welches Problem? Hatte wer dann ein Problem? Wenn ja, haben wir es nicht mitbekommen. Wir liegen nur eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir. Sieh zu, ob du nicht mit DRS vorbeikommst. Nein, im Moment nicht, aber auf der nächsten Gerade glaube ich schon. Boah, und der Windschatten zieht hier so stark, ey, das ist unnormal. Er zieht halt auch für die KI stark. Fahren hier alle in einer Schlange hinterher. Das heißt, es ist echt alles möglich. Wenn sich da vorne zwei abschießen. Also, sagen wir jetzt mal Rang 1 und 2. Ich glaube, alle anderen krachen rein. Aber jetzt ist die letzte Runde. Muss sagen, den Sieg habe ich leider mir selber zunichte gemacht mit dem Fehler gegen Hamilton in Kurve 1. Aber auch das ist Nebensache. Ich freue mich über einen wunderschönen, über eine wunderschöne letzte Runde und jetzt gebe ich nochmal alles. So, I'll be back. Jo. Ich bin im Moment auf Rang 7. Mhm. Von wo bist du denn gestartet? Von Rang 4. Ich hatte ja eine Kollision mit Hamilton. Ach so, ja. Bin dann auf Rang 9 und jetzt wieder auf Rang 6. Wo ist Hamilton? Hamilton ist, glaube ich, auf der 1 oder auf der 3. Ich weiß es nicht. Achso, denen hat das nicht geschadet. Nee, nur mir. War ja auch mein Fehler, von daher ist das schon okay. Ja, aber wenn, dann sollte man schon, wenn man schon weiter zurückfliegt, sollte man schon versuchen, die anderen mitzunehmen. Also an alle Formel 1-Fahrer, an alle echten Formel 1-Fahrer, schaut euch dieses Video nicht an und nehmt es euch nicht zu Herzen, was der liebe Aces euch da... So, siebter Platz. Das ist ein enttäuschendes Resultat. Ich weiß, dass du alles gegeben hast. Beim nächsten Mal werden wir stärker sein. Jeff, Kollision. Ja, Hamilton auf der 1. Lewis Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Stefan, wer war dein Fahrer? Wer war der Fahrer des Tages? Rio Haryanto. Er ist von 21 auf die 17 gefahren. Was war das für ein Wochenende? Wer ist Rio Haryanto? Das ist ein indonesischer Formel 1-Fahrer in der Saison 2016 gewesen. Echt? Ja. Den habe ich nie registriert. Das ist schön, da würde er sich freuen. Sonst wäre er noch in der Formel 1. Ja. So, ich würde damit auch sagen, wir beenden dieses Video. Ich sage ciao, tschüss aus dem wunderschönen Kassel und gebe das letzte Wort an den lieben Ages ab. Ja, ich sag auch nur ciao, ciao und schaut bald wieder vorbei. Ciao, ciao.